They poison the ground and they block out the sun. A chemical warfare against everyone. A toxic geoengineering campaign. Do you know of anything? Hallo ihr Lieben. Ich hab mir gedacht, der Kampf gegen die ständigen Kommentare ist eigentlich da sinnlos, weil die wollen gar nicht an der Diskussion teilhaben, sondern die wollen einfach nur Recht haben. Aber am Anfang bin ich dann in den Kampf gegangen, hab gleich zurückgeschossen, wie sie mir angegangen sind. Und jetzt habe ich mich dazu entschieden, das Ganze ruhiger anzugehen. Sie sollen ihre Fragen stellen. Ich antworte dann nicht ihnen, sondern die Antwort den ganzen anderen Leuten, die was zuschauen, die was teilweise anscheinend auch die Herangehensweise besser finden. Wie gesagt, am Anfang war es schwierig, weil man wird auf einmal für dumm angeschaut, oder? Obwohl man seit Jahren eigentlich jeder weiß, dass er, ja, jeder was man kennt, weiß, dass man nicht gerade die dunkelste Kerzen am Firmament ist, oder? Aber wenn man mit dem Thema um die Ecken kommt, dann, ja, dann schauen dann die Leute an und fangen an und erklären an die Relativitätstheorie, oder? Und kann man mit Einstein daher, wo ich mich dann frage, der Ernst jetzt, oder? Du glaubst wirklich, du erzählst mir jetzt da was Neues. Ja, aber so ist das eben im Leben, oder? Es ist jetzt dann die weitergehen, die sich weiterentwickeln, die sich neue Sachen anschauen. Und wenn, ich sage, ich habe immer schon ein Auge für die Natur gehabt, das sind alles Bilder, die ich gemacht habe, und wenn man die Filter vor die Augen wegtut, dann ist es eigentlich offensichtlich erkennbar für jeden. Die Natur ist so, wie wir sie wahrnehmen. Man hat uns seit dem Kindergarten eine Geschichte eingedruckt, die extreme Auswirkungen auf unser, ja, auf unser Psyche, auf unser mentales Feld haben, oder? Das macht uns verdammt klein, wobei wir eigentlich Riesen sein, weil Dieter Preuß hat da ein schönes Bild zeichnet von einem Riesen, der was schlaft, und Zweige finden denn, und alles, was der Riese träumt, wird Realität, oder? Und dann sprechen sich die Zweige ab und sagen, wenn der aufwacht, dann sagen wir ihm, dass er ein Zwerg ist, dass wir da die Chefs sein und da bleiben darf, wenn er tut, was wir ihm sagen. Und so seitdem manifestiert der Riese für die Zweige. Und die Riesen sind wir. Zumindest die Leute, was Herz in der Brust haben, Mitmenschlichkeit kennen und ja, wissen, was bedingungslose Liebe ist. Aber wie gesagt, es laufen da außen zurück nur Leute um, die was man als NPC bezeichnen kann, also Non-Player Characters. Da sieht man geil, wie die Sonne hinter dem Berg verschwindet. Und ich bin extra aufs Dach gestiegen, oder weil ich schöne Bilder machen wollte. Weil ich habe da schon einmal eben am Anfang, wo ich das Thema angefangen habe zu recherchieren, fahre ich mit dem Mountainbiker runter und wie ein Fingerzeig Gottes habe ich dann ein Bild gemacht, oder das war einfach traumhaft. Das hat mir den richtigen Weg gezeigt, weil man gesagt, wenn die Sonne hinterm Berg nach Süden strahlt und nach Nordosten strahlt, oder ja, wie gesagt, das können sie dann nur wieder erklären, wenn sie da irgendwas von Refraktion und Lichtbrechung und Linseneffekt und was Gott, was der Geier alles, die da daherzahlen müssen, damit sie das einigermaßen so kompliziert erklären können, dass du da denkst, ja, das sind die Fachleute und die kennen sich raus. Aber so ist es nicht. Wie gesagt, wir sehen die Natur genauso, wie sie ist, und haben aber verlernt zu sehen. Wenn man die Filter wegtut und wieder richtig hinschaut,
dann denkt man sich nur mehr die ganze Zeit, wie habe ich das glauben können? Ja, weil wir nicht darüber nachgedacht haben. Weil es uns so sicher verkauft worden ist, dass ein Hinterfragen ja, an der Lächerlichkeit aussetzt. Aber warum muss ich das so handhaben? Wenn das alles so richtig war, dann müssen es so viele Beweise geben. Aber was man findet ist, dass, wie gesagt, wenn man sich anschaut, wie die früher in einer heiligen Geometrie die Gebäude, die Städte und alles gebaut haben, da muss man sich heute echt fragen, ich weiß nicht, wer da fortgeschritten war und wer da fortgeschritten ist. Fortgeschritten von der Quelle und von der Vernunft. Ich weiß nicht, wo da der Fortschritt sein soll. Wenn ich mir anschaue, die ganzen Starforts und die ganzen alten Städte, wie die angelegt waren, die Kathedralen und Gebäude, die waren mit einer Liebe gebaut und mit einer Detailversessenheit. Was waren das für eine Menschen? Was war das für Kultur? Ich meine, wer glaubt, dass die wirklich da ohne Werkzeug und ohne Elektrowerkzeug und ohne ja, mit Peilichrutschen und Dings das alles gebaut haben, ja, man, dem kann man eh nicht helfen. Ich denke, dass sie viel mit Zeppelin gemacht haben. Weil man hat jetzt ja mit der Elektrostatik recht gute Ergebnisse erzielt in Sachen Antigravitation, weil der Boden ist negativ, der Himmel ist positiv, weil wir in einem riesen Ringmagneten leben und alles, was positiv aufladet, stoßt sich vom Boden ab und wird in den Himmel gezogen. Und warum hat der Zeppelin so eine silberne Außenhaut gehabt? Warum hat man denn so Szene und medienwirksam abstürzen lassen und hat dann überall aufgehört, die zu bauen? Weil Straßen haben sich gar nicht gehabt, wirklich. Also irgendwie haben sie das Baumaterial transportieren müssen. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass die früher die Luft verwendet haben. Warum sollten sie Bäume umholzen und die Natur zerstören, wenn sie es ganz einfach mit einem Zeppelin dort aufnehmen und dorthin transportieren, wo sie es brauchen? Ist ja nur mal so eine Idee von mir, oder? Ich mache mir halt Gedanken. Es ist so mein Hobby, denken. Das tun wir nicht schenken, so wie viele andere, weil. Was nicht, das ist eine Fahrt. Ich möchte wissen, wo bin ich da und was geht da ab? Bin ich erlaubt? Aber vielleicht auch, keine Ahnung. Also gemischt bin ich nicht und manchmal werde ich nicht tragen. Was nicht, irgendwas muss ich falsch gemacht haben. Weil Corona habe ich auch nie gehabt. Dort, Tani erzählt mir, ich habe viermal geimpft und dreimal Corona gehabt. Ja, satt. Das richtige Blatt. Und da stehen wir heute. Ja. Die Kinder zeigt Gottes. Ja, auf jeden Fall freut es mich, dass es gut ankommen, die Videos. Und wie gesagt, haben wir gedacht, ich zeige euch mal ein paar schöne Fotos von der schönen Umgebung und der schönen Welt, in der wir leben. Und es wird sich lohnen, wirklich Umweltschutz zu betreiben. Mit dem Klimaschmutz, die Geldabzocker zu unterstützen, sondern wirklich die Natur wieder sauber zu machen. Weil es sind ja sind die gleichen Leute, die uns jetzt wieder abzocken, die was eigentlich dafür verantwortlich sein. Es wird Zeit, dass wir unsere Rechte wieder kennen und sie auch einfordern. Weil ich nicht weiß, was mein Recht ist, dann bin ich schnell beklaut. In diesem Sinne.